In Lippe spielt die Musik. Und wir wollen jetzt wissen, wer die Beste macht. Der Landesverband Lippe und Radio Lippe präsentieren den Radio Lippe Band Contest 5 aus 25. Wenn man nicht gerade Deutschland sucht, den Superstar als Vorbild nimmt, dann entstehen die meisten Bands aus einer Laune heraus. Sänger André Beckmann aus Detmold Piwitzheide, der gründete mit drei seiner Freunde die Band Sofa Rocker, als er gerade mal 13 Jahre alt war. Wir sind an einem Geburtstag einfach mal ein bisschen zu lange aufgeblieben und sind dann auf blöde Ideen gekommen und haben gedacht, lass uns doch mal weltberühmt werden. Und Modeln fanden wir alle doof, also haben wir gedacht, wir machen eine Band. Mittlerweile sind 3 der 4 Jungs zwar auch erst 16 und der jüngste von ihnen knapp 15 Jahre alt, trotzdem haben sie schon einen eingefleischten Fankreis. Die meisten Fans, die wir haben, sind auf unserer Schule. Wir haben allerdings auch einige Fans in Malaysia und Indien über Internetkontakte bekommen, die unsere Musik wirklich gut finden, die uns leider nur nie bzw. in nächster Zeit leider nicht live erleben können. Die Fans schätzen die Sofa-Rocker vor allem wegen ihrer anspruchsvollen Texte, sagt Sänger André Beckmann. So beschäftigt sich die Band in ihrem neuesten Song mit dem Thema Zivilcourage. Allerdings treffen sie damit nicht jedermanns Geschmack. Ja, wir merken schon, dass manche Leute in unserem Alter unsere Musik nicht so wirklich anspricht. Die sagen dann so, Zivilcourage könnt ihr nicht mal über eure Freundin singen oder so, weil sie einfach die englischen Texte, die sie immer hören, nicht verstehen und deswegen klingen wirklich ernste deutsche Texte für sie ein bisschen komisch. Alles zum Radio Lippe Band Contest 5 aus 25 jetzt auf www.radiolippe.de. Wir sorgen dafür, dass eure Musik Ohren bekommt. Und das hier, das ist der Song, mit dem sich die Sofa-Rocker bei uns beworben haben. Zivilcourage heißt er. Viel Spaß damit. Für manche ist Zivilcourage die allergrößte Niederlage. Gründe dafür gibt es nicht, dabei ist es doch für jeden. Versager macht, von allen anderen ausgeschlossen, geschlagen oder totgeschossen. Das belastet dein Gewissen, Gedanken werden schnell zerrissen. Zum Ändern traut sich keiner was, in einer Welt regiert von Neid und